De Ligt ist nach seiner Abwesenheit endlich wieder im Kader für einen langen Zeitraum. Sowohl die Kabine als auch die Fans sind mit dieser Entwicklung zufrieden. Denn die Defensive der Mannschaft liegt völlig am Boden, und Trainer Tuchel diagnostizierte, dass es sich bei dem Problem um ein Führungsproblem handelte. Das Team schaffte es kaum, ohne Gegentreffer zu bleiben, und nach der verheerenden Niederlage gegen Frankfurt wurde dringend ein Anführer in der Abwehr benötigt. Glücklicherweise erholte sich De Ligt genau im richtigen Moment. Es gab Gerüchte über das Interesse der Bayern, Ronald Araujo aus Barcelona zu verpflichten, weil sie glauben, dass er ein Weltklasse-Vertex-Diversity und auch ein großartiger Anführer ist. Eine Verpflichtung wäre jedoch nicht notwendig, wenn De Ligt fit und in Topform bleibt. Teilen Sie in den Kommentaren mit, ob Sie glauben, dass De Ligt die Dinge ändern kann oder ob die Notwendigkeit besteht, Ronald Araujo zu verpflichten. Danke fürs Zuschauen.